Am 17. September 2021 stellte Netflix eine kleine Serie namens Squid Game auf ihre Plattform. Das südkoreanische Survival-Drama wurde schnell zur meistgesehenen Netflix-Serie aller Zeiten. Sorry Bridgerton. Und sie ist jetzt ein echtes popkulturelles Phänomen. Die Prämisse von Squid Game ist relativ einfach. Hunderte Menschen erhalten Einladungen, um die Chance zu kämpfen, mehr Geld zu gewinnen, als jeder von ihnen in seinem Leben je gesehen hat. Alle Wettbewerber befinden sich in einer finanziellen Notlage, daher ist dies buchstäblich eine lebensverändernde Chance. Sie müssen 6 Tage lang an Spielen teilnehmen, um zu sehen, wer die Nase vorn hat. Der einzige Haken ist, dass man, wenn man ein Spiel nicht gewinnt, auch sein Leben verliert. Es ist ein brutales Schauspiel, besonders wenn ihr euch dazu entscheidet, die gesamte erste Staffel in einer Sitzung zu schauen. Es gibt jedoch einen Aspekt, der nach der Meinung einiger Fans zu weit gegangen ist. Das Problem ist, dass die Organisatoren der Spiele nicht erwähnen, was genau verlieren bedeutet. Nämlich, dass man stirbt, wenn man verliert. Und das ist natürlich eine ziemlich wichtige Information. Vor der Wahl, möglicherweise über ihre kühnsten Träume hinaus reich zu werden oder einfach nach Hause zu gehen, würden sich die meisten Leute dafür entscheiden, das Spiel zu spielen. Als jedoch bei rotes Licht, grünes Licht die Schüsse losgehen, erfahren die Teilnehmer, dass es um viel mehr geht als nur um Geld. Mehr als 200 der ersten 456 Teilnehmer werden mit Scharfschützengewehren niedergemäht. Die Bosheit dieser Wendung entging den Zuschauern nicht. Ein Fan sagte auf Reddit, es scheint nur so, als ob die ganze moralische Uneindeutigkeit von Menschen, die sich freiwillig melden, verloren gegangen ist, da sie nun wissen, dass zuerst ein Massaker an ahnungslosen Menschen stattfinden muss. Nach dem ersten Spiel haben die Überlebenden die Wahl, aufzuhören oder weiterzumachen, um den Preis zu gewinnen. Die Mehrheit entscheidet sich für den Austritt und die maskierten Organisatoren akzeptieren die Entscheidung. Andere kehren zurück, um an den Spielen teilzunehmen. Aber zumindest tun sie dies mit dem Wissen, dass sie ihr Leben aufs Spiel setzen, wenn sie weitermachen. Die erste Gruppe wusste das nicht, also konnten sie keine fundierte Entscheidung treffen. Squid Game hat keine Angst davor, Grenzen zu überschreiten und zu zeigen, wie weit Menschen gehen, um Geld und eine Chance auf ein besseres Leben zu bekommen. Schlussendlich ist die Serie ein bunter Spiegel dafür, wie die Gesellschaft funktioniert und wie Menschen ihre Werte fallen lassen, wenn sie die Chance haben, sich nie wieder um Geld zu sorgen. Aber das Überraschungsmassaker während des ersten Spiels war selbst nach den Maßstäben dieser Show schrecklich. In Squid Game Episode 2 kommt die dritte Klausel des Vertrags ins Spiel, den alle Teilnehmer unterschreiben, da sie sich darauf berufen, eine Abstimmung über die Fortsetzung der Spiele zu vereinbaren. Den anderen beiden Klauseln wird jedoch weniger Beachtung geschenkt. Technisch gesehen geht der Vertrag in den Klauseln 1 und 2 auf die tödliche Natur des Spiels ein. Sie besagen, dass ein Spieler nicht mit dem Spielen aufhören darf und dass die Personen, die sich weigern zu spielen, eliminiert werden. Es ist jedoch unklar, dass der Verlust eines Spiels zur Eliminierung führt und dass diese Eliminierung den Tod bedeutet. Daher scheint es bestenfalls zweifelhaft, von Anfang an die volle Zustimmung der Konkurrenten zu erhalten. Die Teilnehmer in Squid Game sind offensichtlich verzweifelt, desorientiert und mehr als ein wenig verwirrt, als sie das Spiel beginnen. Denn auch wenn man den Tribut, den ihr schwieriges Leben ihnen abverlangt, außer Acht lässt, wurden sie bereits vor der Vertragsunterzeichnung auf den Prüfstand gestellt. Wenn die Erlebnisse von Songi Han sich mit denen der anderen Spieler decken, wurde jeder Teilnehmer davon überzeugt, an einem mysteriösen Spiel teilzunehmen, wurde dann mit einem Knockout-Gas bewusstlos gemacht und in eine seltsame neue Umgebung versetzt. Hinzu kommt, dass sie keine Ahnung haben, womit sie es zu tun haben, bis die Opferzahl während Red Light, Green Light zu steigen beginnt. Jetzt scheint die ganze Sache wirklich unfair. Das ist natürlich der Sinn von Episode 2 und dem antikapitalistischen Squid Game in seiner Gesamtheit. Die Spiele mögen grausam sein, aber im Gegensatz zur Außenwelt geben sie diesen verzweifelten Kandidaten zumindest eine Chance. Schaut euch gleich hier unser neuestes Video an. Außerdem kommen bald noch mehr Looper-Videos über Squid Game. Abonniert unseren YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr kein einziges verpasst.